Willkommen zurück zu Marvelous. Heute gibt es den Breakdown zum wahrscheinlich geilsten Teaser-Trailer 2016 und zwar zu Doctor Strange. Kleiner Hinweis, bevor wir loslegen, solltet ihr noch Schwierigkeiten mit der Figur haben oder sie überhaupt nicht kennen, dann gibt es hier natürlich das Wer oder Was ist Video zu Doctor Strange, eines der ersten Videos, beziehungsweise ein relativ frühes Video hier auf diesem Kanal. Legen wir los zum Beginn. Bekommen wir gleich die Wende im Leben von Dr. Strange zu sehen. Und zwar den Unfall. Der Vorfall, der aus einem Meisterchirurgen einen arbeitsunfähigen Mann machen sollte. Die Stimme im Hintergrund, die da quasi auf die Realität von Steven einredet, beziehungsweise die so in Frage stellt. Da dachte ich am Anfang, das könnte eventuell Ejiofor sein, also Baron Mordo. Inzwischen bin ich mir aber fast sicher, dass es sich hier um Mads Mikkelsens Stimme handelt. Und ganz ehrlich, das wäre tatsächlich dann ein Punkt, wo ich sage, Nightmare könnte in diesem Zustand Zugriff auf Steven haben, wäre also ein Argument für diese Figur. Außerdem würde es allgemein für den Bösewicht Sinn machen, zuerst seine Hand an Steven Strange zu legen, dass quasi der Böse kommt und Steven als Bauer in seinem Schachspiel nutzen möchte gegen The Ancient One, bloß dass das Ganze dann eben nach hinten losgeht. Für mich etwas überraschend kam dann der komplett schwarze Hintergrund beim Marvel-Logo, bevor wir wieder in den Clip zurückspringen. Das ist nicht üblich bei Marvel. Normalerweise sehen wir das klassische Rot und springen dann eben direkt in den Clip oder in den Film rüber. Hier haben wir aber zum ersten Mal nochmal wirklich einen komplett schwarzen Hintergrund. Das hat mich persönlich überrascht, aber lustigerweise spricht mich das ein bisschen mehr an als das klassische Rot. Danach sehen wir Strange auf der Suche nach einer Lösung für sein Händeproblem, beziehungsweise nach einer Lösung für seine gesundheitlichen Probleme im Allgemeinen. Und zwar treibt er sich da zu 100% in Tibet rum. Danach springen wir wieder in diese Unfallphase, beziehungsweise in die Zeit nach seinem Unfall rein, wo er dann ins Krankenhaus kommt. Und da sticht eine Person besonders heraus, und zwar Rachel McAdams. Ich würde sagen, mit diesem Clip, beziehungsweise mit diesem kleinen Augenblick, können wir jetzt viele Figuren auf einen Schlag ausschließen und sagen, entweder es ist die Night Nurse, oder was ich mir noch vorstellen könnte inzwischen, wäre Gina Atwater eine Figur, die sie dann aus dem Animationsfilm übernommen hätten. Der Monolog im Hintergrund von The Ancient One, von Tilda Swintons Stimme, ist dann auch noch wichtiger, als man das vielleicht im ersten Moment glaubt. Denn wie der ein oder andere weiß, wurde Stephen Strange beim ersten Kontakt mit The Ancient One abgelehnt. Stephen musste sich zuerst noch beweisen, von seiner Arroganz lösen, in diese Spur der Selbstlosigkeit geraten. Das, was man hier hört, beziehungsweise so wie Tilda hier spricht, das klingt mehr nach Ablehnung, beziehungsweise nach schön ausformulierter Ablehnung. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie das in diesem Film betonen, denn das ist definitiv eines dieser geschichtlichen Elemente, das den Charakter von Stephen Strange formt. Was sie im Trailer danach machen, ist dann wirklich sehr, sehr geil geschnitten. Und zwar erleben wir so Vorher-Nachher-Sequenzen. Vorher der preisgekrönte, meisterhafte Chirurg, der so ein High-Society-Leben genießt in seiner Villa da in New York. Und danach, ja, der bärtige, gebrochene, kaputte Stephen Strange, der nicht weiß, wie es weitergeht. Dann, wie er sich vorbereitet auf eine OP mit diesen Händen. Wie sie dann das Ganze übergehen lassen in diesen zitternden Stephen Strange, dessen Nerven eben nicht mehr so mitarbeiten, wie er das gern möchte. Das ist hammermäßig geschnitten. Und dann natürlich noch der Wechsel von New York nach Tibet. Das sind mit die wichtigsten Elemente dieser Charakterentwicklung bei Stephen Strange. Dieser Vorher-Nachher-Effekt ist bei keiner Figur so entscheidend in der Origin-Story wie bei Stephen Strange. Die noch sehr mysteriös eingesetzte Figur Baron Mordo wird dann von Stevens Monolog begleitet, wo dieser sich eben zu solchen Sachen wie Spiritualität, Glauben, Chakren und so weiter äußert. Da kommt definitiv seine Grundhaltung, seine arrogante Grundhaltung davor.
raus. Das ist ganz wichtig. Die beiden Monologe zusammengesetzt erwarte ich in etwas aggressiverer Form dann im Film selbst in einem Gespräch. Nicht unterschlagen darf man natürlich auch das Bild, wo die Arme von Benedict Cumberbatch komplett eingedrahtet sind. Es gibt viele Fassungen, wie dieser Postunfallzustand dargestellt wird. Ich erinnere mich mindestens an eine Fassung, wo sie ihm die Arme ebenfalls eingedrahtet haben. Häufig werden sie auch einfach nur einbandagiert. Aber es ist auf jeden Fall der Moment danach. Hier wird uns deutlich gemacht, das, was Steven da hat, das, was ihn danach so wackeln lässt, das ist wirklich ernst. Also das ist nicht einfach nur ein Unfall, sondern hier liegen Nervenschäden vor. Danach geht's dann in Richtung Transformation, denn Tilda Swinton, die Sorceress Supreme, sieht in Stephen Strange Möglichkeiten. Was ja dann auch letztendlich geschichtlich der Grund sein wird, warum sie ihn doch unterrichtet in der Kunst dieser Magie. Aber wie geil ist denn bitte dieser Moment, als The Ancient One Stephen Strange schlichtweg in seine astrale Form puncht? What the fuck? Ich hatte so ein Grinsen in diesem Moment im Gesicht, weil ich mir gedacht habe, so kann man jemandem natürlich auch die astrale Ebene zeigen. Das Ganze ist ein leichter Kickstart, denn danach folgt dieser Text Open Your Mind. Und das ist nicht nur an Stephen Strange gerichtet, sondern auch an uns. Denn alles, was ab hier kommt, ist das, was ich mir von diesem Film erhofft habe. Psychedelischer Brainfuck. Mickelson spielt einfach so mit der Realität. Und das ist ein Argument, weswegen er sehr wohl Dormammu sein könnte. Denn Dormammu kann seine Dark Dimension umgestalten, wie er es gerade braucht, wie sie ihm gerade weiterhelfen kann. Und ich würde in dem Fall stark behaupten, dass das die Dark Dimension sein soll. Schaut aber hammermäßig aus. Psychedelisch, wie sie das Ganze verarbeiten, wie sich diese Realität verändert, saugeil gemacht. Die Ancient One und Stephen Strange reisen danach zusammen mal kurz in irgendein Schneegebirge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf magische Art und Weise gereist sind, denn das ist der einzige Weg, um das Staunen von Stephen Strange richtig zu erklären. Danach sehen wir neben Mickelson noch ein paar andere Figuren, die wir auch schon auf Promobildern gesehen haben. Und ich gehe im Zusammenhang mit Dormammu davon aus, dass das eine Kinovariante der Mindless Ones sein soll. Werde ich aber definitiv nochmal separat in dem One-Shot ansprechen. Ja, und danach schickt The Ancient One Steven auf eine Reise nach Hause, aber der etwas anderen Art. Und das war nicht nur Inception hoch 4, sondern hoffentlich erst die oberste Schicht angekratzt von dem, was wir da in diesem Film bekommen. Hier wird schon mit bloßer Filmkunst mit unserer Realität gespielt. Und so wie ich Scott Derrickson einschätze, ist das hier wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ich erwarte wahnsinnig psychedelische Fahrten durch verschiedene, beziehungsweise eventuell durch eine andere konkrete Dimension, aber auf jeden Fall abgefuckt. Wenn es noch krasser wird als das, was wir in diesem Teaser hier bekommen, dann wird dieser Film ein Bombenerlebnis für jeden, der Doctor Strange Comics mag. Danach ist es soweit. Stephen Strange battelt The Ancient One, die Sorceress Supreme, an, dass sie ihn doch bitte unterrichten möge in dieser Kunst. Und gerade danach würde ich geschichtlich brillant finden, wenn sie dann erstmal sagt, nö. Schaut auf jeden Fall alles super aus beim neuen Logo, muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin etwas enttäuscht, dass sie vom bisherigen Entwurf weggegangen sind. Ich fand das bisherige Filmlogo sehr geil, wird aber diesem Film keinen Schaden tun. Und danach zum Abschluss bekommen wir bildlich dargestellt den Aufstieg von Stephen Strange in seinem Sanctum Sanctorum zu seinem wunderbaren klassischen Doctor Strange Fenster hin. Das ist alles wunderbar in Szene gesetzt. Zusammen mit dem Kostüm und diesem Teaser sind meine Erwartungen, die bei mir als Doctor Strange Liebhaber schon vorher relativ hoch waren, wirklich jetzt ins Unermessliche hochgeschossen. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Film. Ich habe zeitweise wirklich vergessen, dass am 28. Captain America Civil War auf uns wartet.
ich bin die ganze Zeit jetzt schon im Doctor Strange-Modus. Und es ist natürlich für einen speziellen Fox-Film dieses Jahr nicht sonderlich gesirnt, dass ich für einen Film im November jetzt schon mehr Hype habe als für Apocalypse. Da tut mir persönlich Fox schon ein bisschen leid, dann nach so einem Teaser. Natürlich kann man diesen Teaser nicht mit Trailern von zum Beispiel Captain America vergleichen. Rein von der Machart und natürlich vom Inhaltlichen. Aber rein vom Niveau her steht dieser Doctor Strange Teaser dem restlichen MCU in gar nichts nach. Viele haben ja befürchtet, dass Strange ein bisschen untergehen könnte. Ich glaube, alle Zweifler sind mit diesem Teaser durch. Das ist definitiv einer dieser zukünftigen Marvel-Filme, die meine Top-5-Liste komplett schrotten könnten. Und ganz ehrlich, im Moment wäre es mir am liebsten, wenn das Release-Date von X-Men Apocalypse und Doctor Strange vertauscht werden. Aber wir müssen leider noch ein bisschen warten. Das war's dann für heute. Fragen und Kommentare sind wie immer gerne gesehen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.